Hi. Ich habe mir neue Sachen gekauft, wenn die Situation ein bisschen scheiße ist, aber ich habe mir trotzdem neue Sachen gekauft und dachte, ich mache mal ein Video über die neuen Sachen, die ich mir gekauft habe. Die finde ich sehr, sehr gut zu mir passen. Weil weil die Sachen irgendwie total gut passen. Ich habe mir gekauft. Jetzt geht alles Mögliche los, was ich mir gekauft habe. Übrigens, meine Haare habe ich halt 3 Tage nicht gewaschen. Ich habe auch zugenommen. 3 Kilo, weil ich nicht wusste, ob meine Periode kommt oder nicht. Naja, jetzt ist meine Periode da. Ich denke mir ja mal, dass diese behinderte Mutter, die ich da hatte, also diese behinderte Säuferin, schon dafür gesorgt hat, dass ich denke, ich mir so keine Kinder bekommen kann. Weswegen ich jetzt wahrscheinlich auch nicht schwanger bin. Aber man hat halt auch mal Unglück. Also man hat nicht jedes Mal das Glück, gute Eltern zu haben oder eine Mutter zu haben, die einen mag. Man hat auch schon oft Geschichten gehört, wo Kinder missbraucht wurden von den Eltern. Und solche Sachen sind halt leider in Deutschland auch viel verbreitet, weil natürlich die Zeit vorangeschritten ist und sich auch viele Idioten, sage ich mal, eingewichst haben, auf die man als normaler Mensch verzichten kann, weil man eben nicht so gemein oder so denkt, sondern halt positiv denkt. Und klar, die kann sich selber nicht scheiße finden, das ist sie aber, und dann will sie natürlich nicht ein anderes Kind haben als sich selber und so. Und ein bisschen verrückt ist die schon. Aber wie gesagt, ich konnte das nicht ändern. Mein Vater hat es nicht interessiert und so. Und andere hat es auch nicht interessiert. Weswegen es einfach scheiße war. Was ich halt nie festgestellt habe, dass das daran gelegen hat. Dass das einfach nur ihre Behinderung und ihre Bösartigkeiten waren, auf die jeder geschissen hat. Naja, man kann nicht immer davon ausgehen, dass man bei intelligenten Leuten aufwächst, die sich perfekt benehmen oder halt nett sind oder einem alles recht machen oder so. Das ist halt nicht so bei meiner Mutter gewesen zumindest. Und jetzt habe ich halt meine Tage und naja, das wird wohl wahrscheinlich sowieso nichts werden. Aber leider, leider gibt es halt von meiner Mutter noch eine Schwester, was ich halt auch nicht wusste, dass die das ist. Und da werde ich auch gar nicht unterstützt in Deutschland, die einfach abzuschaffen, um mir nicht weiter auf den Sack zu gehen. Aber ich denke mir, boah, das ist schon richtig schlimm. Wenn man so enttäuscht wird, einfach von seinem eigenen Geld auch irgendwo. Weil ich kann mir nicht mal vorstellen, dass der ihr Vater Geld hatte. So dumm und asozial und behindert, wie die war auch. Kann ich mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ich ziehe mir kurz mein anderes T-Shirt an, weil mir ist ein bisschen kalt. Und dann will ich anfangen mit den Sachen, die ich mir geholt habe. Moment. Hi. Den Pulli habe ich mir übrigens auch gekauft letztes Jahr. Und den habe ich immer noch. Und der passt sozusagen auch wirklich immer noch zu diesem Ari Huntington, weil dieses komische Kleid da, also gibt es verschiedene Puppen, aber auf jeden Fall. Dieser Pullover, der hat einen ganz tollen Farbton, fand ich. Und
Ja, den habe ich echt Gott sei Dank immer noch behalten. Auf jeden Fall gibt es zwei richtig schöne neue Duschgele von Rossmann. Und das sind diese beiden. Und die habe ich mir auch mitgenommen. Das ist einmal dieses Creamy Dreams mit dem Duft nach Mandel. Na, ich glaube, ich mache das mal so ein bisschen, bis man das besser sieht. Mit dem Duft, soll ich mal das Licht anmachen? Es ist irgendwie so richtig dunkel. Moment. Ja, jetzt ist es immer noch dunkel und meine Haare sind zerstört. Auf jeden Fall, das riecht ganz, ganz toll. Das riecht sogar so ein bisschen zitrisch oder so. Ich habe das... Das riecht echt super. Also hätte ich nicht gedacht. Und das hat auch eine tolle ölige Formulierung. Und dann gibt es noch dieses Floral Spices. Das riecht auch richtig geil nach Rose, Bergamotte und so Zimt und sowas. Das riecht auch... richtig, richtig gut. Diese beiden Duschgele waren sozusagen der Hit. Habe ich das schon erzählt mit den Mascaras? Ich weiß nicht. Ich habe mir diese Maximum Mascara geholt. Und die Bürste, muss ich sagen, die ist richtig geil. Also die ist wie so eine MAC-Bürste. So. Und die pusht die Wimpern so richtig geil nach außen. Und ja, finde ich übertrieben geil. Ah, genau, von der Scar-Bürste habe ich ja auch erzählt. Und das ist diese Scar-Bürste. Die Blender Brush, da habe ich auch heute mein Augen-Make-up mitgemacht. Oh, ich muss mal versuchen, das irgendwo hinzustellen, wo man mich besser seht. Sieht man mich jetzt besser? Jedenfalls diese Scar-Bürste. Damit habe ich auch meinen Augen-Make-up gemacht. Ne? Ich habe immer noch nicht den Ton gefunden, den ich jetzt genau haben wollte. Aber in dieser Dare to Scare Palette, in dieser, die ich mir ja übrigens auch neu gekauft habe, wie ich schon erzählt habe, da ging das eigentlich dann doch ganz besser, wie ich dachte, mit diesen zwei Tönen, mit diesen Pinktönen und dann einfach nur so ein bisschen Eyeliner und Creasen und dann, also dass man das nicht so wirklich sieht, ne, sondern dass man das halt nur so ein bisschen macht und halt aufs Lid so ein bisschen was Helles und so. Das habe ich gemacht, das hat mir am Ende auch gut gefallen. Von Rossmann muss ich mal gucken. Habe ich mir auf jeden Fall die Nägel auch gemacht. Da habe ich einmal diesen Nagellack-Entferner. Der entfernt selbst den härtesten Nagellack. Selbst den härtesten Nagellack. Sehr, sehr gut. Die Nägel, die ich habe, das sind diese. Das sind von Manhattan. Nägel. Und zwar weiß ich nicht, ob ich das erzählt habe. Auf jeden Fall ist das das Ergebnis von diesem Manhattan Nagellack und der hat auch so eine Ghost Farbe mit Weiß und ein bisschen rosa, lila, sowas in der Art. Sehr, sehr cool. Und das heißt ja auch Candy Life. Und das fand ich sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Übrigens, ich habe keine Foundation gerade drauf, weil, ja, habe ich wieder verpasst. Ich habe mir aber eine Foundation geholt. Und zu dieser Foundation, ach genau, hatte ich mir genau... als der Ex-Freund, den ich mal hatte, mir Geld gegeben hat, habe ich mir gedacht, oh, sparst du dir das jetzt oder holst du dir von dem Geld was? Und dann, oder tacke ich mir den Schein an die Wand? Und habe ich mir gedacht, das Einzigste, was wirklich was bringt,
das Geld in Rossmann zu investieren. Weil das das meiste ist eigentlich, was einen erfreut oder so. Und dann dachte ich, naja, dann ist es halt wieder Rossmann. Und da habe ich mir tatsächlich auch dieses Make-up alles geholt. Dann kam er auch 2 Tage später wieder und hat mir wieder Geld gegeben. Und dann habe ich mir wieder dort Make-up. Entschuldigung, meine Augenbrauen habe ich falsch gemalt. Ich habe mir einen neuen Augenbrauenstift geholt. Und zwar diesen Eyebrow Pen in der Farbe 05 Peanut. Ja, und aber meine Augenbrauen muss ich nochmal irgendwie so zum Salon. Wenn der mich nicht auf die Fresse hauen würde, wäre der wahrscheinlich nochmal da oder so. Aber auf jeden Fall habe ich mir noch dieses Make-up geholt. Das ist dieses Hydrus da. Das hat zwar ein bisschen eine dunklere Farbe, aber ich habe es mir trotzdem geholt. Wegen diesem etwas dunkler, weil ich dachte, naja, im Winter oder so gehe ich mal so raus, dass ich den Teint so ein bisschen dunkel habe von dem ganzen von der Sonne einfach. Und dass ich dann mal so einen Look mache, wo ich halt immer nur so, nicht so dieses Gemalle, sondern so wie es auch andere viele machen, nur mit Foundation und dann so einen Monolidschatten und so ein bisschen Mascara, damit das Ganze einfach schnell geht oder so. Dachte ich mir, mache ich das. Habe ich mir das gekauft. Habe ich mir dann noch geholt? Auf jeden Fall schöne neue Sachen. Ja, ich habe von Manhattan auch einen Lipgloss und zwar diesen Highshine Gloss. Da hatte ich ja auch überlegt, ob ich mir die Haare orange färben soll, wegen dieser andere Puppe da, diese Torelei oder wie die heißt. Aber dann dachte ich mir auch, dann weiß ich nicht, orange ist natürlich die dümmste Farbe, die es von den ganzen Farben da gibt, weil bei vielen, die nicht mal eine richtige Blondierung sich leisten, das sowieso orange aussieht und dann sieht es halt echt billig aus. Und dann dachte ich mir, oh, naja, okay, probierst du mal rum mit diesem, färbst du dir die Haare orange oder machst du nur mal sowas drüber oder so, naja. Ja, und dann habe ich halt dieses Schöne genommen und da ist mir auch bei aufgefallen, dass das auch zu vielen anderen Sachen passt. Zum Beispiel war After High oder irgendwie sowas, da passt dieser Sparkling Lipgloss wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich habe auf jeden Fall noch bei DM was geholt und das war von Isana, nee, das war auch bei Rossmann, Entschuldigung. Da ich bei Rossmann das gibt es etwas mit Marzipan bzw. Mandelöl und Kirschextrakt. Das habe ich mir geholt und dann dachte ich mir Kirschen, naja, aber ich habe es mir halt geholt, weil passt ja dann doch zu meiner Donauwelle, die ich manchmal esse. Beziehungsweise jetzt will ich ja wohl meinen Teil wieder abnehmen, das heißt, ich brauche gar nicht wirklich an die Donauwelle denken. Dann war ich aber noch bei DM und habe mir dieses neue Duschgel geholt, das heißt Glossy Touch und das duftet nach Kirschen und Sandelholz. Hinten drauf steht, halte einen Moment inne und lass dich von verwöhnenden Düften verzaubern. Genieße die wohlige Wärme und das sanfte Gefühl von Geborgenheit. Gönne dir mit der Balea Cremedusche einen ganz persönlichen, sinnlichen Pflegemoment jeden Tag. Also das steht da drauf. Das ja, hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Das andere hat mir sogar fast noch besser gefallen, obwohl das halt keine Kirschen enthält, aber
Das heißt die Crème Nouche Soft Feeling mit dem, duftet nach Mandel- und Baumwollblüten. Da steht auch was, aber das ist dasselbe, was da drauf steht. Könnt ihr mit der Balea Crème Douche. Es ist auch ein Crème Douche und kein Gel. Das ist auch ein Unterschied zu verschiedenen Sachen. Aber ja, ein Duschgel, was ganz gut ist, was zum Beispiel nach Brombeeren riecht, habe ich mir mitgenommen. Und das Duschgel Flower Fresh. Und dieses Duschgel unterscheidet sich halt daran, dass man die Haut wirklich sehr, sehr schön, denke ich mir mal, reinigt. Während hingegen ein Cremedusch halt so, also man soll das halt mal trennen, wie das alles deklariert ist und so, aber Gel mag ich halt auch besonders zum Reinigen und so, ne? Wenn morgens oder so, da sind Duschgele meistens mir lieber als Creme duschen. Aber das ist für viele eine Entscheidung, die das Leben eigentlich nicht wirklich betrifft. Jedenfalls haben sie noch in Balea eine Tuchmaske und die heißt It's Waffle Time. Das ist dieses da. Das ist natürlich auch wieder mit Hyaluron und da steht drauf, es wäre mit Beerenextrakten und Hyaluron. Und das soll die Haut verwandeln in einen süßen Wohlfühlmoment. Waffeln muss ich sagen, esse ich auch gerne. Ich esse zurzeit immer Pancakes, aber Waffeln mag ich auch und ja, kann ich mir jetzt von dem Design und von dem Thema eigentlich kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Auf jeden Fall, mich hat das angesprochen, auch diese Verpackung hat mich angesprochen, die fand ich sehr schön. Was ich auf jeden Fall brauchte, was ich mir dann auch gekauft habe, war dieses Hitzeschutzspray von Balea, weil wenn ich mir zum Beispiel mal die Haare wirklich glätte oder föhne oder so, dann brauche ich tatsächlich einen Hitzeschutzspray. Und das habe ich genommen. Von Balea gab es jetzt drei verschiedene. Ich habe dieses genommen. Da steht, das schützt und pflegt das Haar intensiv. Das habe ich mir auch letztes Jahr schon mal gekauft. Und das ist diese Hyaluron Pflegelotion. Und die, muss ich sagen, die hat doch einiges gebracht im Gegensatz zu den neuen Sachen, weswegen ich mir das wiedergeholt habe. Das riecht halt nach Kaktusfeige, beziehungsweise Aloe Vera, sowas in der Art. Man kann es auch als Wassermelone beschreiben. Ich glaube, beschreiben kann man diese Kategorie da irgendwie als besonderen jungen Duft, aber mich stört das also so extremst nicht. Und diese Hyaluron da drin ist doch sehr, sehr gut. Die enthält auch nicht viel Alkohol oder so. Die kann man wirklich nur empfehlen, auch wenn die Verpackung vielleicht etwas zu mintfarben ist, was ich ja auch nicht gerne mag. Aber ich habe mir noch in Rosa was mitgenommen von Rossmann. Das waren von Nivea. Diese schönen Reinigungstücher mit Ding, mit der Nivea Creme bzw. Nivea Reinigung Lotion. Und da denkt man immer noch, das macht keinen Unterschied zu den anderen oder so. Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich habe die letzte Woche probiert und die waren doch angenehmer, das Make-up runterzumachen und nicht so strapazieren. Auf jeden Fall war das, was ich mir dann noch geholt hatte, unter anderem.
Ich habe mir dann noch geholt, weil meine Haare ja doch sehr porös sind. Ich bin auch am Überlegen, soll ich die selber schneiden? Soll ich die schneiden lassen? Soll ich die komplett blondieren? Soll ich das jetzt rauswachsen lassen? Was soll ich damit machen? Auf jeden Fall habe ich mir ein Öl geholt. Dieses Öl von Maria Nila habe ich mir nicht geholt, weil ich gar nicht überzeugt war, dass diese, ich glaube 30 Euro, die das kostet, so viel besser sind als normales Haaröl. Ich habe jetzt das auch in den Haaren, deswegen sind sie so ein bisschen fettig, aber ich will halt die porösen Stellen einölen, damit die nicht so, wie soll ich sagen, nicht so weiter aufgehen oder so. Ich müsste mir mal sowas machen wie einen Splissschnitt. Ich habe nämlich viel Spliss, nur keine Schere da. Auf jeden Fall habe ich dieses Haaröl, das gab es früher auch mal ab und zu und ist dann halt aus dem Sortiment verschwunden. Jetzt ist es wieder da. Das ist ganz klasse und das kostet ja, sage ich mal, ein Zehntel davon, was Maria Nila kostet, wo es halt, weiß ich nicht, ein Stylingöl vielleicht besser, nicht so stark fettend in den Haaren, aber das steht übrigens auch drauf, es hat Hitzeschutz, wusste ich jetzt gar nicht. Da oben steht wirklich, dass es Hitzeschutz hat. Das hätte ich gar nicht gedacht. Dann hätte ich ja diesen Heat Protector gar nicht mehr kaufen wollen. Aber ob das alles so stimmt, was da drauf steht mit dem Hitzeschutz. Wegen meinen Ari Huntington hatte ich ja dieses, habe ich schon mal erzählt, dieses Pretty Natural in diesem Cool Beige. Das ist sehr, sehr hell und auch sehr, sehr weiß, weil Geister ja weiß sind, beziehungsweise also dieser Geist zumindest weiß. Bei dieser Twilight halt dieses übertriebene Grau und dieses übertriebene Depressive hat mich halt fertig gemacht, weswegen ich keinen Bock mehr hatte auf diese grünen Haare. Also da habe ich mir echt gedacht, nee, irgendwann habe ich auch keinen Bock. Ja, so, ne? Weil die macht ja nichts. Und naja, so ein Partygirl ist schon ein bisschen besser, aber was habe ich mir noch geholt? Oje, oje. Über die Lippenstifte habe ich ja schon längst philosophiert, was ich mir geholt habe. Waren auf jeden Fall von Domol für meine Schminkerei noch solche Bildschirmreiniger. Tücher habe ich mir geholt. Naja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gezeigt. Habe ich das gezeigt? Dieses Remove Like a Boss Augen-Make-up Entferner. Das auf jeden Fall. Das reinigt die Haut mild und gar nicht mal schlecht. Ach genau, diese Nachtcreme habe ich mir geholt. Die habe ich jetzt einige Zeit unter dem Serum getragen von Altera. Diese Multi-Moist heißt die. Ich muss sagen, ich habe davon hier zwei Mitesser bekommen. Das liegt wahrscheinlich an dem Serum und dass ich dann darüber die Creme gebe, weil die Haut dann verfettet. Also ich werde jetzt mal nachts nur das benutzen und nicht das Serum drunter, weil das Serum drunter eher für Make-up drunter drüber gedacht ist und dann halt die Haut nicht so übertrieben verfettet, wie sie das halt macht, ne? Und naja. Ich weiß nicht, was ich noch zu erzählen habe. Auf jeden Fall, ach, die Oma ist da. Ich weiß es nicht. Ich habe mir halt noch
Zum Beispiel diese Mascara Base neu gekauft. Die gibt es auch von Rossmann. Die ist sehr, sehr gut und dafür hält sich das Make-up, muss ich sagen, wie man sieht, sehr, sehr gut. Habe ich noch was geholt? Von Rossmann? Wie gesagt, diese Essence Palette, die habe ich aber auch, glaube ich, in einem anderen Video schon. Diese Pumpkin, das habe ich mir auch von denen geholt. Diese Pumpkins Pretty Please, die ist auch sehr, sehr schön, muss ich sagen, diese Palette. Die habe ich jetzt heute nicht auf, aber diese ist auch sehr, sehr, sehr schön. Das war auch irgendwie ein Special von dem Rossmann, wo ich immer hingehe, weil der andere Rossmann, wo ich war, diese Edition, glaube ich, gar nicht hatte. Das kann ja auch schon mal sein, dass ein Limited Essence Edition nicht in dem Rossmann auftaucht, weil die das gar nicht annehmen oder so. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber ich habe mich halt heute nochmal geschminkt, um das halt einfach nochmal zu präsentieren, weil ich natürlich auch irgendwo einen Ruhm-Effekt haben wollte von den Sachen, die ich gekauft habe. Auch wenn das vielleicht nicht jeden so interessiert, was ich da mache oder wie ich das mache, gibt es ja doch ab und zu Leute, die auch fragen, wie machst du das und was hast du da benutzt. Ja, und deswegen habe ich das halt jetzt erzählt, wie ich das gemacht habe und was ich dafür benutzt habe. Ja, irgendwie, ich habe gar nicht geschlafen, bin so müde, die ganze Zeit Kaffee getrunken und auf meine Periode warten und so. Aber jetzt muss ich sagen, ist es schon, also schwierig. Ich meine, man kann nicht alles unter den Tisch kehren, aber wenn es dann halt so ist, dann ist es schon sehr scheiße, weil man halt weil man dann halt nichts mehr hat, was man, sage ich mal, als Freund benutzen kann. Aber, muss ich ehrlich sagen, im Gegensatz dazu beschuldige ich ja nicht den, sondern andere. Und das war halt nicht der Fall, dass die anderen gestorben sind, sondern halt er. Und das fand ich halt besonders scheiße. Aber so war es auch die letzte Zeit sehr, sehr häufig. Also meistens hatten meine Worte keinen Sinn. Und dass das das falsche Ergebnis ist davon, das hat halt wirklich dann sehr geschadet. Also mich zumindest hat es jetzt sehr, sehr getroffen. Ich glaube mehr daran, dass der was von mir wollte, als von der, weil ich Deutschland speziell besser kenne als die. Besser Deutsch und mein Vater halt wirklich auch sowas wie ein Araber ist und halt kein beschwipster Behinderter. Und ich glaube, dass der schon lieber mit mir, sage ich mal, gevögelt hat, als wie mit der. Aber natürlich gezwungen oder so ist natürlich auch scheiße. Aber wie gesagt, wenn ich auch sage, ich glaube nicht mal, dass die Worte, die aus ihr rauskommen, sage ich mal, rauskommen können, weil die gar keine Ahnung hat, dann ist das halt so. Und wenn ich den dann bumse oder so, dann, was soll der noch dazu sagen? Eigentlich nichts. Ich glaube, dass so, wie das natürlich andere hinstellen, das ist denen ihr Problem. Aber für mich wäre das besser, wenn er sich halt zum Beispiel mit dieser echten dann getroffen hätte, weil ich halt von der weiß, wie die das macht und was das genau sein soll.
bei jemandem, der das nicht, der nicht wirklich die mit den grauen Haaren ist oder die Originalpuppe von deutschen Rechtsstaat, weiß man halt nicht, wie sich das anhören soll, was das sein soll. Ich meine, bei der, das bockt mich nicht, weil das ist nicht mein Stil und nicht mein Vater, wer da rumschreit, und für mich ist das scheißegal. Aber wenn natürlich jemand versucht, irgendetwas und so, dann frage ich mich schon, naja, was will die denn mir sagen, die kleine dumme Schlampe? Ihren behinderten, beschwipsten, nicht mal Kroatenvater, weil wenn irgendwas Kroate ist, dann ist auch bestimmt der Hurensohn von meinem Vater, aber nicht ihr Vater. Und was will die bitte beim Ficken erreichen? Was will die sagen? Ich finde das total peinlich, dass sie das macht. Und die hat wirklich gar keine Rasse und gar kein Blut. Gar nicht. Und dass sie die blauen Augen hat, das kommt halt auch nicht gut zur Geltung, weil sie voll behindert ist. Und das finde ich verrückt, sowas zu unterstützen. Und ihre Haare sind richtig hässlich. Und ihre halt behinderte Scheißfotze ist halt voll, ja, wie von so einem verkackten Hurensohn halt, der bitte nicht aus Arabien oder so kommt, ne? Und wenn man denen das pausenlos so sagt, ne? Dann glaube ich schon, dass der das auch irgendwo so denkt, ne? Ich habe ja auch gesagt, seine Scheißwichse gibt's nicht mehr und die ist eine Kinderhure und Scheiße wie Scheiße und so. Und ich glaube auch wirklich, dass der das so gesehen hat, ne? Deswegen hat er dann natürlich auch keinen Bock mehr, sich mit der zu treffen. Aber der war sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil er halt auch sehr, sehr nett war, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr nett. Also, was bei mir nicht geht, so nett zu sein, würde ich mal denken. Aber, nee, der hat, also fand ich wirklich halt ein Armutszeugnis irgendwo auch. Von den Leuten, sag ich mal, das mir so zu missgönnen, dass der nicht mal nett sein kann, sondern dass er wirklich der allerletzte Penner ist. Aber wenn das nicht geht und so, ne, dann geht das halt nicht. Und das ist halt scheiße. Aber jetzt natürlich scheiße, das ist etwas, das Todsein ist für mich schon ein Drama. Weil, also, wie soll ich sagen? Ich bin auch sowas wie eine ehrliche Person und eine treue Seele. Und wenn ich halt einfach so viel von mir preisgebe, dann denke ich halt auch, ich kann das nicht einfach wegschmeißen oder mit einer anderen Person machen. Ne? Klar, also kleine Nummer oder so, aber fand ich halt extrem scheiße. Weiß ich nicht genau, welche Leute das waren, aber also mich hat das extrem gebockt jetzt. Weil ich dachte, also so wie der am Anfang war, so scheiße, so, das ist schwer. Also eigentlich von Penner noch zu reden, aber halt jetzt so zweimal, ach, mit Geld und so, fand ich schon gut, muss ich sagen. Also das mit dem Geld fand ich gut. Und dass er seinen Arsch hier hinbewegt hat, fand ich halt auch noch gut. Ne? Aber, ja, weiß ich nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass wirklich dieser Saskia da stirbt und dass der noch weiterlebt, weil ich halt auch was zum Mumsen brauche. Aber, ja, das ist leider. Sehr, 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 sehr leider. Ich wollte auch wirklich nach Bildern fragen von der Polizei. Oder wo der Leichnam hingekommen ist und so, dass ich mir das vielleicht nochmal anschaue. Weil ich glaube das nicht. Ich finde das voll irre. Also ich finde, sowas geht gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber naja, kann ich vielleicht ein Bild von dem Leichnam haben oder so, ne? Und
Ja, doch, der hat schon viel rumgeheult, hat auch wirklich nicht gemocht, dass ich Kontakt mit anderen Männern hatte. Ja, was soll ich sagen? Er ist ein Missbrauchsopfer und ich. Aber wir verstehen uns halt sehr, sehr gut. Und das kennt die halt nicht, weil die selber nie gezwungen worden ist, mit anderen Leuten zu schlafen, so wie die denkt und so. Auch nie ein schlechtes Zuhause hatte und auch nie Eifersüchtige um sich herum. Und das hatten wir halt wirklich gemeinsam, dass das halt teilweise auch völlig verkackte Situationen waren im Leben, wo nur scheiß Leute waren, obwohl man wirklich gar nichts wollte. Und so hat der das wahrscheinlich auch öfters mal erlebt. Also ich habe auch wirklich gedacht, das kann ja gar nicht sein, weil es heute auch wirklich eine besondere Person ist in Deutschland, die da, die das ist. Aber schade, dass sich dumme Hurensöhne so aufwichteln können, als könnte man mit denen ficken. Weil die gehen mir am Arsch vorbei und ich habe keinen Bock auf die, was die nicht verstehen. Von dem Laden da. Und der ist ja eindeutig auch von dem Laden da. Und ja. Wäre mir egal, aber das ist halt so wie eine Puppe und das will man dann halt natürlich. Aber ja. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Soll ich jetzt schwarz tragen? Soll ich mir die Haare schwarz färben? Soll ich aufhören, mich zu schminken? Wer gibt mir jetzt Kohle? Das geht schon nicht spurlos, sage ich mal so, an einem vorbei. Aber ja, ich fand es sehr, sehr. Nicht teuer auf finanzieller Art, sondern halt teuer auf menschliche Art, weil ich halt weiß, dass ich die Bundesregierung abfahren kann von oben nach unten und der halt nicht da ist. Und das finde ich halt scheiße. Aber was soll man machen? Irgendwelche Arschlöcher interessiert das nicht und so. Und das ist halt dann, das bin ich heute auch wieder das komplette Opfer von irgendwelchen Pennern. Und das finde ich richtig scheiße. Und das würde ich denen noch mal sagen. Ich würde die einfach mal, die so von sich denken und mir am Arsch vorbeigehen, halt auf eine ganz gemeine Art mal meinen Vater vorstellen. Weil ich glaube auch, dass ich sowas habe wie ein Vater. Und ich glaube, der kann mal sehr scheiße sein, wenn ich meinen Willen nicht mal bekomme. Aber ja. Weiß ich nicht, vielleicht einfach alle mal sind so ein Hintergittern. Und dann halt dein Maul und so. Aber bei was geht dir das an, ob mein Vater den bezahlt hat, mich zu bumsen? Dann können die den im Moment nicht mal ausknipsen und behaupten, die wären das selber. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Weil die können ja von mir aus da sein, aber ich habe keinen Bock auf die einfach. Weil da, wo ich rummache, ist woanders. Und vielleicht habe ich dieses Schloss gebaut und so. Und mich stört das wirklich sehr, 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 sehr. Sehr extremst, wenn jemand von denen fehlt. Erstens, aber wenn ich sogar noch halt das als mein Freund habe, dann stört es mich mega. Und jemand anderes gar nicht, gar nicht. Es ist halt so. Naja. Ich mach mal Schluss und versuche, ich werde noch ein paar Zigaretten rauchen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich ein Bier trinken, Krombacher. Und dann werde ich, was werde ich machen? Noch einen Sekt trinken, den ich gekauft habe. Und vielleicht, ja. Nicht so viel weinen in meinem ganzen Unglück und Elend. Aber scheiße. Richtig scheiße. Übertrieben scheiße. Aber egal. Ist es nicht, aber
Was soll ich machen? Kann ich es dagegen tun? Und ja, interessieren tut auch nicht wirklich was anderes, weswegen es halt im Moment sehr, sehr schwer ist. Aber das hat mir der Arzt auch schon mal gesagt. Also wenn man natürlich aufhört, so scheiße zu sein, ist es ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Von dem Ableben. Also damit klarkommen. Aber was soll man machen? Man hat auch sonst nichts außer eine Psychose oder so. Ich weiß nicht, warum der Arzt das so sieht, aber der kann sich nicht helfen und der ist selber so scheiße. Keine Ahnung. Aber naja, hoffentlich macht die das nicht mit mir. Wir sehen die auch mit so einer, mit am besten mit ihrem Bruder oder so. Nee, das würden die mir nie antun, aber denen haben sie es schon angetan. Das ist halt schade. Aber, ja, scheiße. Scheiße und schade. Bei anderen Sachen kann ich nichts dazu sagen, weil ich auch wenig Kontakt damit hatte. Weil, mein Freund und so, ist es ein bisschen anders da. Aber das liegt natürlich auch an Leuten, aber es ist auch, es ist distanzierter, sage ich mal so. Was anderes ist auch viel, viel anders und viel distanzierter. Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe auch keinen Rat. Keine Lösung auch wirklich dafür, was der Arzt wahrscheinlich auch scheiße fand. Dass ich halt in dem Moment auch wirklich keine Lösung habe, weil ich auch die Lösung mit Geld nicht lösen kann, wenn der nicht da ist. Weil Geld finde ich immer an jeder Ecke irgendwo. Aber halt das Produkt nicht. Und das ist, beziehungsweise den Menschen nicht. Und das finde ich dann halt sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Naja. Ach, weiß ich nicht, was soll man machen? Weiß ich nicht. Ich meine, theoretisch hätten wir eine Familie gegründet und ich hätte Kinder bekommen, hätte so hätte ich mir gedacht, aber klar, andere Leute sehen das sehr, sehr streng und dass der mich nur scheiße fand und so. Muss ja nicht mal so sein. Kann ja auch anders sein, aber ist halt jetzt ein bisschen ein Problem. Aber weiß ich nicht, ein paar Flaschen oder so, das kann man dem natürlich nicht so wirklich sagen, wenn der das ist, ne? Dass ein paar Flaschen Alkohol das einfach lösen. Aber also wer das jetzt bei mir noch erledigen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, muss ich mal überlegen. Ich denke mir, ich wäre früher so, sag ich mal, an so einem Genickbruch oder so gestorben. Aber jetzt, sage ich mal, die Vorstellung, ohne den zu sterben, ist auch nochmal richtig scheiße und ein Korb. Also dafür bedanke ich mich gar nicht und das finde ich auch nur scheiße. Weil ich das asozial und beschissen finde. Und wie beschissen finde ich die denn? Also ich finde die sowas von sinnlos. Von mir hat die gar nichts zu leben und so. Naja. Andere Leute interessiert es halt nicht, ne? Aber mich hat es halt wirklich schon schwer interessiert, muss ich sagen.
Naja. Ich muss sagen, ich bin anders. Ich denke mir, ja, der würde mit mir freiwillig so vögeln, aber was er woanders da soll und so, finde ich, geht nicht. Und dann, ach, finde ich asozial. Und was will deine Wichse eigentlich 1945 in Berlin? Also, Entschuldigung, aber die Beleidigung, die kann der sich mal nachschieben. Und ich denke nicht, dass das so egal ist, dem das mal so zu sagen. Ja. Man merkt es aber auch, wenn man mit dem Kontakt hat, dass der überlegt sich so, wie scheiße er sein kann, aber er behält diese Höflichkeit, die der auch gelernt hat von seinen Eltern. Irgendwann mal. Und dieses Schleimige und so, ne? Das stellt man erst einmal hinterher fest, wenn die Worte rauskommen. Und da ist es dann so, die Worte ergeben den und den Sinn. Man kann die aber auch falsch verstehen. Es ist halt so, weiß ich nicht. Jetzt ist das sehr, sehr schlecht, würde ich sagen. Schlecht und vielleicht auch schade. Also auch von der Welt natürlich so wenig an mich zu glauben. Aber also die anderen waren mir scheißegal, aber das fand ich jetzt wirklich scheiße. Fand ich, geht gar nicht und ich weiß nicht gar nicht, also wie man jetzt dafür verschuldigen soll. Ich weiß nicht, aber ich rede schon über eine Stunde. Ich muss auf jeden Fall jetzt aufhören und werde mir einen kippen und dann mal sehen, wann es mir wieder besser geht. Aber schade, schade, fand ich sehr, sehr schlecht. Ja, auf jeden Fall, das war eigentlich schon alles. Ich denke mir mal, der wird schon also erfroren, weil er nicht der asozialste Penner ist hier, den es gibt, so wie vielleicht diese Saskia oder so. Dass es einfach diese Einfriererei gibt. Dass man da vielleicht guckt, weil in den Müll oder so würde ich denn jetzt nicht schmeißen. Ja. Früher denke ich mir, wäre auch genauso gewesen. Ich meine, eine Frau wie ich, die da ist, wie hätte der immer gefickt, egal ob die jetzt, ob es jetzt heute ist, ob es jetzt früher ist oder im Mittelalter. Es ist dem scheißegal, sobald jemand da ist, der mit dem spielt, macht er das, denke ich mir. Was hat er denn sonst zu tun? Ja, es ist halt so bei so Leuten, aber jetzt nicht da. Schade. Schade um den Genickbruch, würde ich sagen. Aber der ist leider nicht da. Ach, ich werde jetzt auf jeden Fall einen saufen und dann werde ich versuchen, nichts zu machen, damit einfach nichts weitergeht, beziehungsweise auch nichts falsch läuft. Naja, dann werde ich mir mal denken, dass die bald einpacken, weil die einfach nicht, weil die das nicht bringen können, denke ich mir so. Tschüss. Einen schönen Donnerstag. Auf Wiedersehen. Tschüss.